Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es in einem Schlaglicht um das Thema, was aktuell in Israel passiert. Das ist sehr schwierig, da Informationen drüber zu bekommen, vor allem Informationen, die so ein bisschen Insider-Themen auch sind. Ich habe euch einen Clip mitgebracht von Stephen Ben-Nun von Israeli News Live. Ich verlinke den auch unten im Kommentarbereich. Und wir schauen uns mal an, was er uns da zu sagen hat. Ich habe das nicht geprüft. Ob das tatsächlich so ist, ich gehe aber mal davon aus und gebe euch das mal so im O-Ton weiter und wir schauen uns mal an, ob das unter Umständen auch was mit biblischen Themen zu tun hat. Wie ihr wisst, ich bin sehr, sehr zurückhaltend, aktuelle Themen in der Weltpolitik in die Bibel reinzutransportieren. Das ist immer schief gegangen. Wir halten uns an den Bibeltext. Wir haben ja in vielen Clips jetzt auch zusammen erarbeitet, wie die Bibel die Endzeit da sieht und dass eine Neodekapolis wieder entstehen wird. Wie genau das sein wird, sagt die Bibel nicht. Sie sagt aber, dass das kommen wird. Und das, was aktuell im Nahen Osten läuft, ist sicher interessant auch anzuschauen. Wir werfen da einfach mal einen Blick drauf. Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. Guten Abend, Freunde. Ich bin Steve Ben-Nun. Ihr hört Israeli News Live. Und ich möchte heute Abend einige Themen über Syrien behandeln. Es scheint so, dass Israel versucht, Bashar al-Assad zu stürzen. Und zwar mit niemand anderem als der drusischen Community. Wir sind jetzt noch 2 Wochen davon entfernt, dass Israel die Westbank annektiert, zusammen mit einigen Siedlungen. Hier sehen wir einen Artikel von Politico, stürzt Assad. Als ich das gesehen habe, wurde ich an etwas erinnert durch den Artikel, den Politico veröffentlicht hat, dass Assad gestürzt werden würde, durch die drusische Minderheit dort. Hier steht, die drusische Community hat sich im Wesentlichen aus dem bitteren 9 Jahre langen Konflikt in Syrien herausgehalten. Aber die wachsende ökonomische Krise der Nation hat sie auf die Straße gebracht. Die Demonstranten zielten direkt auf Assad und sagten, verflucht sei deine Seele, wir kriegen dich. Und sie drückten ihre Solidarität zur 3 Millionen starken Minderheit in Idlib aus. Die letzte Bastion einer bewaffneten Rebellion gegen Assad. Allein die Tatsache, dass sie hier schreiben, dass es eigentlich um eine ökonomische Krise geht, die sie dazu bringt, auf die Straße zu gehen, konnte ich nicht anders als zu denken, da steckt Israel hinter. Denn es kann eigentlich nicht sein, dass sich die Drusen plötzlich gegen Assad erheben, weil die ältere Generation der Drusen eigentlich hinter Assad steht. Genauso wie die Drusen, die in Israel leben. Sie alle standen hinter Bashar al-Assad und haben sogar die syrische Flagge geschwenkt. Aber irgendwie scheinen sie ihre Sichtweise geändert zu haben. Und Brian Downey tweetete in Twitter, ungefähr vor einer Woche, glaube ich, Israel wollte, dass die Drusen in Syrien, die in unmittelbarer Nähe zu den Golanhöhen wohnen, ihre Autonomie erklären sollen und unter dem Schutz der israelischen Armee leben könnten. Ein zweites Standbein für Israel und ein abgesplitterter Teil von Syrien. Aber die Drusen lehnten ab. Nun, es scheint so, als ob die Drusen abgelehnt haben. Und das liegt wahrscheinlich hier an dem, was in dem Artikel von Politico geschrieben steht. Also noch einmal, Israel versucht, einen zweiten Weg zu finden, um diese Grenze aufzubrechen, die zwischen Damaskus und Israel. Vergiss die Golanhöhen, wir wollen jetzt den ganzen Bereich südlich von Damaskus bis zur Grenze. Was auch, und vielleicht lasst uns mal eine Landkarte öffnen, sodass wir das sehen können. Und ich möchte euch etwas Interessantes zeigen. Wir schauen mal in Google Maps. This is also, I think, plays into the fact that of the pipeline itself. Denn das alles hängt zusammen mit einer Pipeline. Und das ist es, worüber wir nachdenken wollen, diese Pipeline. Es ist Al-Suwayh, dieses Gebiet hier, und Dara. Dieses Gebiet ist genau hier, im südlichen Teil dieser Landkarte. Das ist ein Teil von Syrien, den wir hier sehen. Das ist das Gebiet, wo die Drusen wohnen. Ja, halten wir hier mal kurz inne und schauen uns mal an, wie die Lage der antiken Dekapolis war. Und dann sehen wir schon, dass das, was angeblich jetzt im Nahen Osten passiert, durchaus dieses Gebiet der Dekapolis betrifft.
Israel hat die Golanhöhen in einem Krieg mit Syrien genommen und sie haben das Gebiet dort annexiert. Und jetzt versuchen sie, zusammen mit der drusischen Community, dass sie ihnen helfen, Assad zu stürzen und sie ihnen dafür Schutz durch das israelische Militär geben. Und damit bekämen sie den südlichen Teil von Syrien. Die Vereinigten Staaten besetzen schon das Gebiet hier oben. Und sie haben auch hier diese östliche Seite besetzt. Und die Amerikaner haben auch eine Airbase hier in dem Gebiet. Damit bekäme Israel den kompletten südlichen Teil von Syrien. Und das würde ihnen ermöglichen, die ganzen Pipelines hier, die vom Mittleren Osten quer durch den Irak kommen, und quer durch Syrien und hier genau zu dem Hafen in Israel führen. Das wäre ein Teil eines sogenannten anfänglichen Planes und wahrscheinlich würden die Chinesen dort den Hyperport neu bauen oder erweitern, sodass Europa mit seinen Erdöl- und Erdgasanforderungen versorgt werden könnte und so weniger abhängig von Russland wäre. Das wäre tatsächlich ein guter Plan, mit dem begonnen werden könnte. Das ist eine ziemlich traurige Situation, die dort gerade abgeht. Ich möchte noch kurz darüber sprechen, was es bedeutet, wenn Israel die Westbank annektiert. Das ist im Guardian veröffentlicht worden. Und ich möchte euch ein paar interessante Punkte hier zeigen, weil Netanyahu verkündet hat, dass die Zeit jetzt reif ist für sein Land, um palästinensisches Gebiet zu besetzen, in dem Teile der Westbank annektiert werden. Mit dem amerikanischen Entwurf einer Vision für Frieden, der zum großen Teil seine expansionistischen Ambitionen unterstützt, beabsichtigt der israelische Premierminister diesen explosiven Move mit der Unterstützung von Donald Trump, einem Mann, den Netanyahu als den größten Freund beschreibt, den Israel jemals im Weißen Haus hatte. Wie auch immer, verbleibt jede Menge Unsicherheit darüber, wann, wie oder ob überhaupt Netanyahu diese Annexion ausführt und was daraus erwächst. Also lass uns das mal anschauen. Netanyahu hat definitiv davon gesprochen, dass er diese Annexion durchführen will und er hält sich überhaupt nicht zurück. Laut dieser Karte hier ist das Jordantal, also dieser ganze rote Teil hier ist das, was er annektieren will. Das ist ungefähr ein Drittel des Landes, auf dem die Palästinenser leben. The Palestinian people have really, really been done over a very dirty deal. Also ich finde, diesen palästinensischen Leuten ist ein ziemlich schmutziger Plan übergestülpt worden. Das ist ziemlich genau das, was das israelische Volk nicht tun sollte. Und ich weiß, dass es jede Menge Israelis gibt, die gegen diese Entwicklung sind, da reinzugehen und Land wegzunehmen. Und auch der oberste Gerichtshof von Israel hat kürzlich entschieden, dass die Israelis nicht einfach auf palästinensischem Land bauen dürfen. Und es hat mich geschockt, eine solche Entscheidung zu sehen, denn die Mehrheit war 7-1 im Gericht. Das war das erste Mal überhaupt in der Geschichte des israelischen Supreme Court. Ich bin überzeugt davon, dass Netanyahu diese Annexion machen will, weil er besorgt ist, dass Trump nicht wiedergewählt wird. Und das wegen der Unruhen, die in Amerika sind und dass unter Umständen sogar ein Bürgerkrieg dort ausbrechen könnte. Sogar in den Dingen ist Israel involviert und ich weiß das vom israelischen Geheimdienst. Ich habe davon schon fast vor einem Jahr erfahren, dass Rassenkriege in Amerika sein würden und sie die Bevölkerung hier umbringen würden. Die Sachen, die ich hier höre, die im Moment unterwegs sind, sind absolut verrückt. Ja, das ist also das, was Stephen Bannon uns mitgebracht hat. Ich finde das hochinteressant, gerade vor dem Hintergrund dieses nahöstlichen Friedensplans, den da der Trump und der Jared Kushner, seinen Schwiegersohn, im Nahen Osten realisieren wollen. Es korreliert ein Stück weit mit dem, was wir in der Bibel sehen, so weit jetzt gehen zu wollen und zu sagen, das ist jetzt das, was die Bibel vorhersagt, würde ich nicht tun wollen. Ich nehme das zur Kenntnis, ich speichere das im Hinterkopf ab. Ich möchte daraus aber keine direkten Ableitungen machen auf das, was die Bibel in ihrer Prophetie sagt. Die Ereignisse, die meiner Meinung nach belastbar sind, also das, was als nächstes Ereignis zu erwarten wäre, aufgrund dessen, was die Bibel sagt und nicht aufgrund dessen, was im Nahen Osten an momentanen Entwicklungen geschieht. Also das, was die Bibel als nächstes Ereignis ankündigt, ist das Auseinanderbrechen des Staates Israel in einen nördlichen und einen südlichen Teil, so wie wir das aus der Antike auch schon kennen. Und
Der Stichtag überhaupt für den Beginn der 70. Jahrwoche ist, wenn die Stadt Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt. Und zwar alle Einwohner innerhalb der Stadt Jerusalems zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das wird sein, wenn die Stadt belagert sein wird, wenn fremde Truppen vor der Stadt stehen und die verbleibenden restlichen Menschen in Jerusalem dann zu Jesus Christus rufen und Gott seinen Geist noch einmal über diese Stadt ausgießt und dann der Raube bald Eile Beute, so wie Jesaja 8 den nennt, geboren wird, beziehungsweise wiedergeboren wird, beziehungsweise die Tochter Zion gebärt im hohen Alter. Das sind alles Bilder aus dem Alten Testament. Aber ich fand das mal interessant, das mal anzuschauen, was sich so im Moment da unten auch bewegt. Natürlich warten wir auf die Wiederkunft Jesu Christi, gerade in so verrückten Zeiten wie heute. Wir bleiben da nüchtern, halten uns an die Schrift und haben trotzdem ein Auge immer offen, auch auf das, was um uns herum vorgeht. Danke fürs Einschalten. Alles Gute, Gottes Segen, bleibt gesund und bis bald.